Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin. Dann heute sprechen wir mit Christian Reinke, Head of People Development bei ADAC. Christians Berufsleben begann als Offizier bei der Bundeswehr, wo er Dozent bzw. Ausbilder an einer Schule des Heeres für die Führungskräfteentwicklung war. Danach führen seine beruflichen Stationen über BMW Group, Osram, Kroschka AG, STI Group, K&S, Rehau, die Hochschule Fulda, die Technische Hochschule Mittelhessen in der Talent- und Personalentwicklung, bevor er als Head of People Development bei der ADAC anfing, wo er unter anderem für Personalentwicklung, Talentidentifikation, Talentförderung und überprozessuale Talentveränderung zuständig ist. Wer ADAC nicht kennt, der Name ADAC steht für Engineering Dienstleistungen Aktiengesellschaft. ADAC ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich Engineering und Beratung, dessen hervorragendes Arbeitsklima das 16. Mal in Folge in 2024 von Top Employer Institute bestätigt worden ist. Christian beschreibt ADAC als bodenständig, ehrlich und direkt. ADAC lebt Wertschätzung und Teamgeist, ist innovativ, entwickelt neue Technologien und setzt Trends im Engineering. Christian ist sich sicher, dass Talent immer Kultur folgt. Deshalb ist eine seiner wichtigsten Aufgaben, ein Kulturgestalter zu sein. Komisch, wenn man Christians Lebenslauf anschaut, ist vielleicht, dass er als Schüler dachte, er könne nichts. Bis er dann Mitschüler fragte, die dann sagten, dass er zu Menschen sehr schnell eine Verbindung bekommt und Menschen motiviert und oft erfolgreich zu etwas bewegt, was sie noch nicht wissen, dass sie können. Das macht er dann zu seinem Beruf. Wer Christian bittet, sich selbst zu beschreiben, hört, ich bin freaky. Bei mir stehen Menschen immer im Mittelpunkt. Als Fun Fact, eine kurze, etwas andere Zusammenfassung seines Lebens in Stichpunkten: zugezogener, langhaariger, Ohrringe, Gymnasiast, Junge unter Mädchen, Metal-Fan, Spaßvogel, Freigeist, Redner, ein Punk als Offizier, Primus inter pares, Hochschuldozent auf Augenhöhe, verwirrender Chef, Anlaufstation für sensible Themen, Experimentierfreund und Kulturbeobachter. Herzlich willkommen, lieber Christian. Oh, wow. Danke. Das ist echt spannend, wenn man das mal so aus anderem Mund hört und, ich gebe es zu, dabei schweigen darf. Also wir hoffen sehr, dass du jetzt heute nicht im gesamten Podcast schweigen wirst, nein, Christian. Nein, das ist gar nicht mein Wesen. Das muss man unbedingt wissen. Also von dieser Aufzählung, ein Punk als Offizier. Wie kam das und wie war das dann, Punk bei der Bundeswehr zu sein? Ja, also das ist so ein Thema, das sich bei mir, glaube ich, ein roter Faden durchzieht, immer so ein bisschen anders zu sein als vielleicht die Gesamtpopulation. Wie kam es zum Punk? Einer meiner Feldwebel, also einer meiner Mitarbeiter, hat mal zu mir gesagt, nach der Zeit bei der Bundeswehr, du warst immer ein Punk. Da habe ich gemeint, was meinst du denn damit? Du hast immer Gegebenes in Frage gestellt, du hast dich nicht voll vereinnahmen lassen und hast deinen eigenen Stiefel gefahren. Das heißt immer so, ne, Grenzbereiche auscheckend. Das fand ich ganz charmant. Also, wenn wir schon bei Grenzbereichen austesten sind, du bist auch Metal-Fan, ne? Also Metal-Fan. Ja. Als ich gefühlt vor 100 Jahren zum Motorhead-Konzert ging, war meine Mutter so ganz fest der Meinung, ich würde beim Headbanging mein Gehirn zum Ohr rausfallen lassen. Also Gott sei Dank kann ich bestätigen, es ist noch da. Aber wie viel Heavy Metal steckt für dich in der Talentförderung? Oder anders gefragt, fallen dir Titel ein, die gut passen würden zur Transformation? Oh wow, das ist eine richtig coole Frage. Ich stecke natürlich mit meinem Mindset da drin und dadurch, dass ich tatsächlich so was Ähnliches wie du mit deiner Mom auch mit meiner Mutter erlebt habe, dieses punkige, freakige und Dinge anders sehen, das, glaube ich, wohnt ihm schon inne. Und ich glaube, wenn wir über Talente nachdenken und wie wir sie identifizieren, ist es eine gute Idee, andere Wege zu gehen. Und Metal war immer so ein bisschen Ablehnen der Gesellschaft und mal auf Dinge hinweisen, die vielleicht gegen die Konvention sind. Also ich glaube, man ist gut beraten, das bei dem Thema Talente auch zu beherzigen. Also du thinkst different. Und ein Titel, der mir einfällt, wow, gib mir noch mal ein bisschen, muss ich noch nachdenken.
Also Christian, sind wir echt heilfroh, dass du nicht Highway to Hell ganz auf Anhieb dazu gesagt hast. Aber vielleicht ist auch ein bisschen Changes, Black Sabbath mit dabei. Ja, also ich glaube, da gibt es natürlich unglaublich viele Titel. Es hängt auch sicherlich davon ab, durch welchen persönlichen Blick man das so wandern lässt. Da wird wahrscheinlich vieles anwendbar sein. Für mich wäre so die Basis, mach Dinge auch mal anders. Ja? Heb dich mal ab und versuch Dinge. Weil Talente differenzieren sich ja auch. Die sind anders als viele andere. Also werden die da auch entsprechend sichtbar sein über Dinge, die dir anders tun oder anders wirken. Wenn du jetzt das Thema Anderssein hast, ist Anderssein für dich ein wichtiger Future Skill? Anderssein vielleicht nicht, aber Andersartigkeit zulassen und Andersartigkeit bewusst sehen und als Stärke betrachten. Und das bedeutet, dass ich dieses andere nicht ablehne, dass ich mich dadurch nicht verängstigen lasse, sondern dass es mich neugierig macht. Von daher ist Neugierde vielleicht zusammen mit Offenheit und emotionaler Intelligenz ein Future Skill. Wenn man vielleicht dieses Anderssein oder anders Dinge anders machen, mal auf die Talentförderung übertragen. Was bedeutet für dich persönlich, Dinge anders zu machen im Bereich der Talentförderung? Oder müssen wir überhaupt Dinge anders machen? Philipp, die Frage habe ich das erste Mal gehabt, als es darum ging, wen wählen wir aus für Ausbildung oder für Förderprogramme. Mhm. Und die meisten Unternehmen sind geneigt, über belastbare Daten ranzugehen. Und da ist so ein Klassiker, Hochschulstudium oder Notenschnitt. Und ich habe dann gesagt, wenn ihr jetzt mir erklären wollt, dass alle mindestens zwei Abschlüsse haben müssen, habe ich gesagt, dann möchte ich, dass wir mindestens einen nehmen, der noch nicht mal den Abschluss hat, also der kein Hochschulstudium hat, und wir nehmen mindestens einen, der die Hürde nicht übersprungen hat. Das ist schon die erste Form von Diversität zulassen, weil Noten nicht unbedingt der Prädiktor oder Indikator sind, dass man für irgendwas, was folgt, geeignet sein muss. Wie weit sind wir da tatsächlich? Also das ist ja so ein Thema, wo gefühlt in der Community schon sehr lange drüber diskutiert wird. So, ja, wir müssen da jetzt weg ein bisschen von diesen formellen Dingen und die Schule des Lebens und lebenslanges Lernen und so. Und am Ende des Tages, wenn du dir die Stellenausschreibung anguckst und auch so ein bisschen die Gates, die dann dahinter sind, dann ist es am Ende des Tages schon wieder irgendwie gefühlt, du musst irgendwie 100 Jahre Berufserfahrung haben und du musst irgendwie diese Abschlüsse und Zertifikate und alles Mögliche haben. Also Sind wir da ehrlich genug zu uns selbst da in der Branche, dass wir da vielleicht doch noch nicht so weit sind, wie wir es gern hätten? Oh, die Antwort ist ein klares Jein. Das hängt immer, glaube ich, von den Menschen ab, die den Prozess steuern oder von den Unternehmen und wie sie kulturell geprägt sind. Ja, Philipp, wir sind nicht ehrlich. Und wir Deutschen im Speziellen, wir stehen ja furchtbar auf Dokumente und auf Zertifikate. Und wenn wir uns davon mehr und mehr lösen, und ich glaube, die Trends, die wir beobachten, sind schon cool, Bewerbungen über irgendwie eine WhatsApp-Nachricht oder wir lassen Lebensläufe weg, wir lassen Bilder weg, dann sind die Tendenzen gut, aber wir sind lange noch nicht am Ende angekommen. Mhm. Weil vielleicht, lass mich den Satz noch kurz sagen, am Ende des Tages stellen wir immer Menschen ein. Mhm. Also ist die Frage, wie kann ich den Menschen wirklich erfassen? Mhm. Also was brauche ich, um ein Gefühl für den Menschen und sein Skillset zu haben? Schauen wir uns mal den Begriff Talentförderung an oder Talent Development. Was ist eigentlich ein Talent? Fangen wir mal wirklich mal so ganz basic an. Was ist eigentlich ein Talent? Ist das überhaupt der richtige Begriff für das, was wir da tun? Ja. Lass uns da mal drüber reflektieren. Ja, ich glaube, man ist an der Stelle immer geneigt, so Richtung in Sport zu gucken. Ne? Mhm. Und wenn wir die Metapher mal nehmen, dann ist Talent der Spieler, die Spielerin, die du auf dem Spielfeld siehst und feststellst, guck mal, der hebt dich ab. Mhm. Ja, also der macht Dinge in einer Art und Weise, die auffällig sind. Und ich wage zu sagen, das, was er tut und was er anders tut, hebt ihn positiv von anderen ab. Das heißt, glaube ich, Talent bedeutet immer, eine Anlage zu haben, verbunden mit der Prognose. Wenn wir das ausprägen, hat der Mensch und damit auch die Unternehmung davon einen speziellen Nutzen. Christian, ist dieser Talentbegriff, den du jetzt gerade erzählt hast, international anwendbar? Ja, ich bin fest davon überzeugt. Ich glaube aber, wie du ihn anwendest, das wird sich sehr stark unterscheiden. Und danke für die Frage. Ich glaube, Systeme, die damit arbeiten, müssen diesen Begriff für sich definieren.
spezifizieren. Ne? Weil wenn ich zu euch sage, stellt euch mal eine Bank vor, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei Philipp vielleicht eine Parkbank, auf der er sich ausruht und ein kühles Getränk zu sich nimmt, gegeben bei dir an. Du stellst vielleicht dir die Bank vor, wo du heute Morgen Geld abgehoben hast und meine Bank steht wieder wo ganz anders. Das heißt, es macht Sinn, den Begriff für sich tiefer zu legen und zu definieren. Ich habe bei mir selber als Unternehmer die Philosophie, dass ich sehr gerne Potenziale einstelle. Also, dass ich in Potenzialen denke. Sind Potenziale und Talente das Gleiche oder müssen wir das auch nochmal differenzieren? Und vielleicht auch so die Frage so ein bisschen aus deiner ja, Konzernbrille, ist vielleicht der falsche Begriff, aber große Unternehmensbrille. Sind wir da gut genug darin, Potenziale zu erkennen und sie dann wirklich auch konsequent zu fördern bei den Menschen? Ja. Punkt. Fragezeichen. Erstmal finde ich den Begriff oder die Begriffsnähe Potenzial und Talent vollkommen nachvollziehbar. Ich bin der Meinung, man kann sie sehr gut miteinander verheiraten. Aber ich möchte die Antwort so geben. Es kommt darauf an, wer ein definiertes Potenzial misst. Und das wirst du anders betrachten als Anne oder als ich. Total. Also geht es darum, wie nähere ich mich dem Begriff des Potenzials, wie definiere ich ihn und wie messe ich ihn? Das finde ich ganz relevant. Und da erlebe ich jetzt aus Konzernbrille, es ist eine gute Idee, mit denjenigen, die mit Potenzialen oder Talenten arbeiten wollen, darüber zu sprechen, was aus deren Sicht genau das darstellt und was die Unternehmung damit vorhat. Also, ne, was kommt denn im Ergebnis raus? Ich habe identifizierte Talente und mit denen will ich irgendwas machen. Und klassischerweise sind Talente Menschen, die sich aus anderen oder von anderen hervorheben, aus einer Gruppe hervorheben, auf irgendwelcher Art und Weise, mit irgendwelchen Kriterien und die ich dann speziell irgendwie entwickeln möchte, wenn sie die Bereitschaft haben. Christian, wenn du die Leute hast, die du entwickeln möchtest und du sprichst mit denen, du hattest doch selber da, gesagt, dass du Schüler warst, dass du gedacht hast, dass du nichts kannst. Wie oft kommt das vor, dass Mitarbeitende gar nicht wissen, was für zusätzliche Talente sie eigentlich haben und sich komplett falsch einschätzen und deswegen sie auch nicht weiterentwickeln? Hier kommen wir so in den Bereich dessen, was gerade in großen Unternehmen häufig leider Gottes funktioniert, nämlich Entwicklung über Sichtbarkeit. Die Talente, die sich ihrer schlummernden Potenziale bewusst sind, die sind meist auch sichtbar. Also die machen auch Werbung für sich und die musst du eigentlich eher ein bisschen drosseln. Du musst sagen, ja, da ist schon viel. Wir müssen dich begleitend an die Hand nehmen, um die Skills, sag mal, verdaubar zu entwickeln. Und dann gibt es die Ruhigen. Und das sind die, die tendenziell noch nicht mal wissen, was sie können und damit auch nicht werben. Die brauchen eine Umgebung, wo man irgendwas bei ihnen sieht. Philipp sprach von Potenzialen. Und die brauchen Begleitung, die brauchen Verstärkung und die brauchen irgendwie einen Wegebner. Also musst du dich den Lauten widmen, die vielleicht ein bisschen drosseln, den Leisen widmen und die vielleicht ein bisschen beschleunigen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Spannungsfeld in dem Kontext, was es nicht leichter macht. Weil du brauchst Führungskräfte, die den Kontakt zum Mitarbeiter herstellen, die überhaupt das Thema für sich mal auf der Agenda haben. Wie gut sind denn unsere Führungskräfte drin, Talente zu erkennen und zu fördern, Potenziale zu fördern? Ich finde, man muss immer mit so pauschalen Aussagen aber aufpassen, aber irgendwie, ich habe den Eindruck, dass das immer noch nicht so richtig als Kernaufgabe von Führungskräften gesehen wird und teilweise auch manchmal vielleicht sogar ein bisschen argwohn, oh, wenn jetzt das Talent, das Potenzial dann zu talentiert ist, vielleicht bin ich dann irgendwann mal weg. Ja, ich bin da irgendwie immer noch so ein bisschen skeptisch, ob wir da auch nicht die Führungskräfte auch noch stärker darauf sensibilisieren müssen, weiterentwickeln müssen, dass das so eine wichtige Aufgabe ist, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und in Zeiten, wo wir einfach auch gute Leute überall dringend in der Nähe brauchen, das auch als Führungsaufgabe zu sehen. Tatsächlich, Philipp, sage ich immer, die Führungskraft ist der erste Personalentwickler, respektive der erste Talentfinder. Also muss man sich die Frage stellen, kann oder will die Führungskraft das? Und da hast du schon wichtige Aspekte angesprochen. Ich glaube, gute Führungskräfte, die in dem Bereich sehr gut sind, sind angstfrei. Angstfrei bedeutet, eigentlich muss ich das Ziel haben, mich selbst zu ersetzen oder meinen eigenen Chef aus meinen Reihen zu generieren. Und der Organisation damit meine Talente zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, diese Angstfreiheit, diese psychologische Sicherheit, die wohnt noch nicht vielen inne,
weil wir auch feststellen, dass sich die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, wie wir führen, stark verändert. Mhm. Vom Direktiven hin zum Partizipativen, zum Führungskraft ist nur noch Wegbereiter, muss nicht in allem der Wissensträger sein. Wir haben einen ganz anderen Umgang mit Wissen heutzutage. Wissen differenziert nicht mehr. Und gute Führungskräfte brauchen vor allem Angstfreiheit. Mhm. Und ich glaube, dann werden wir da auch wesentlich wirksamer. Mhm. Brauchen gute Mitarbeiter auch Angstfreiheit? Huha, absolut. Wir kommen jetzt in den Bereich von Vielfalt wieder, von Andersartigkeit und von Diversität. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diverse Teams, die eine Zielkongruenz haben und im angstfreien Raum operieren, wesentlich bessere Ergebnisse produzieren. Mhm. Haben Sie diese Angstfreiheit nicht, können Sie Ihre eigene Andersartigkeit nicht akzeptieren und zulassen und die dann auch nicht nach außen tragen, um Teams oder Einheiten zu bereichern. Von daher absolut. Mhm. Ich würde gerne noch mal eine ganz andere Facette reinbringen. Bin vor kurzem, vor ein paar Tagen auf TikTok über einen Influencer gestoßen, der da wunderbare Videos macht über LinkedIn, ja, so ein bisschen das auf die Schippe nimmt und fast schon zynisch so ein bisschen betrachtet. Mhm. Wenn man sich LinkedIn anguckt, kann man manchmal das Gefühl bekommen, wir haben nur Talente um uns herum. Wir sind alle die talentiertesten Menschen überhaupt und wir gönnen uns das allen und da ist die Welt so in Ordnung. Ich werde mit zunehmender Zeit immer da skeptischer. Ich meine, ich nutze das auch und finde es eine tolle Geschichte, die viele Vorteile bringt. Aber ich sehe auch so ein bisschen kritische Tendenzen, gerade wenn man über Talent und über Echtheit, Authentizität spricht. Was denkst du dazu, lieber Christian? Erstens, Philipp, geht mir das Herz gerade auf. Authentizität und Echtheit finde ich total wichtig. Zweitens stelle ich mir die Frage, ob ich meiner Bubble jetzt gleich zu nahe trete. Ich bin ja bei LinkedIn auch recht aktiv. Und ich versuche da tatsächlich sehr authentisch zu sein. Das heißt, ich gehe da genau hin, wo du gerade auch den Finger hingelegt hast, nämlich das ist ja so eine Plattform, wo man sich nach draußen wunderbar vermarkten kann. Und jetzt habe ich auch dankenswerterweise schon einige Leute im realen Leben getroffen, die ich über LinkedIn kenne. Und jetzt versuche ich es diplomatisch zu sagen, nicht überall dort, wo die Sonne scheint, ist im realen Leben dann auch sehr viel Wärme spürbar. Sehr schön, sehr gut. Und das ist für mich ähnlich wie, ich bringe jetzt mal ein blödes Beispiel vielleicht, aber du lernst einen Menschen kennen und die Partnerschaft bahnt sich an oder du stellst als Unternehmen jemanden ein. Where the heck, wo ist der Grund, mich zu verstellen, wenn über kurze Laden doch sowieso aufpoppt, wer ich wirklich bin? Also von daher lade ich dazu ein, mehr Mut zu haben, echt zu sein und nicht überall zu verkaufen, ich kann alles, sondern auch mal bewusst zu sagen, was ich nicht kann und sich hier auch zu differenzieren. Also ich glaube, LinkedIn ist eine Plattform, wo tendenziell die Menschen alles können und unfassbar übertreiben. Zumal es ja eigentlich im Widerspruch steht zu dem, was wir so auch vorhin nochmal gesagt haben, so eigentlich sollten doch so diese Achievements, diese formellen Sachen, die sollten jetzt ja auch gar nicht so im Vordergrund stehen und da hat man ja gerade das Gefühl, dass das da wieder eine Renaissance hat. Man versucht da die Marke sich selber aufzuladen, man macht dies und jedes und jede Kleinigkeit wird gepostet als diese große Geschichte. Ja, genau. Eigentlich so ein bisschen schade, weil die vielleicht die eigentlich guten Intentionen da auch so ein Stück weit dann ins Hintertreffen geraten. Und es fällt, finde ich, auch immer schwerer zu filetieren. Was ist jetzt wirklich, was ist jetzt was Tolles und was ist einfach nur aufgeblähter Bullshit? Entschuldige, dass ich das so undiplomatisch sage. Ja, meine klaren Worte, tendenziell. Ja. Ja, aber guck mal, das ist eine soziale Plattform, Philipp. Ja. Das heißt, am Ende des Tages ist es das, was die User drauf machen. Und ich habe vorhin schon mal das Thema Bubble erwähnt. Und jetzt schlage ich wieder die Brücke zur Andersartigkeit und Vielseitigkeit. Die Bubble ist dadurch, glaube ich, charakterisiert, dass man Ähnlichkeit sucht. Mhm. Und wenn du dich in der Bubble bewegst, fühlst du dich total wohl. Ne? Du hast eine Echo-Chamber und alles ist fein. Und ich bin halt jemand, der versucht, auch im LinkedIn-Netzwerk Leute drin zu haben, die Dinge tun, die ich eigentlich vielleicht im ersten Moment total dämlich finde oder Dinge tut in der Art und Weise, die ich dämlich finde. Aber genau das ist das, was mich dorthin bringt, wo ich wachse. Das zuzulassen. Und dann auch in den Diskurs zu gehen und das zu kommunizieren, zu hinterfragen. Ja, toll. Und das geht auch auf LinkedIn. Man muss bloß aus der eigenen Echo-Chamber raus und diese Vielfalt suchen und dann auch zulassen. Heißt das, Christian, dass wir die Disruption der Kommunikation mehr trainieren müssen, um das zu erreichen, dass wir mehr Authentizität haben in diesen
Netzwerken? Ja, ich als Führungskraft erlebe zunehmend die Situation, dass meine Mitarbeitenden natürlich von mir Aussagen und Entscheidungen haben wollen, welche Sicherheit und Klarheit generieren. Fällt mir zunehmend schwerer aus unterschiedlichen Gründen. Das heißt, ich muss das auch zulassen. Ich muss zulassen, dass ich das nicht alles weiß und dass ich das nicht immer kann. Aber trotzdem zumindest das Gefühl transportieren, wir kriegen das hin. Und hier reden wir wieder über Angst und Umgang mit Angst oder disruptiver oder wie auch immer du das gerade spezifiziert hast, Kommunikation. Ja, Unsicherheit, also ne, wir alle kennen VUCA und was für Begrifflichkeiten da nicht verwendet werden. Unsicherheit in der Führung und im Umgang mit mir und meinen Themen, zunehmendes Thema, wichtiges Thema. Und Talente, wenn ich nochmal einen Brückenschlag machen darf, die sind da viel unbefangener und das ist ein Skill. Ich würde da gerne mal anknüpfen. Wir und ich persönlich, ich forsche sehr viel zum Thema eben auch Skills und wie man das operationalisiert und zum Fliegen bringt. Und da gibt es ja auch dann immer so diese Listen, wo eben auch sowas draufsteht, dass zum Beispiel so dieses kritische Denken und Offenheit, was du auch so beschrieben hast, so zum Beispiel Offenheit gegenüber anderen Meinungen und so weiter, dass das ganz wichtige Zukunftsskills sind. Mhm. Wo ich immer so ein bisschen noch Kritik übe, okay, ist schön, dass wir diese ganzen Listen haben, aber wie operationalisieren wir das jetzt wirklich? Also wie schaffen wir es auch, authentisch diese Dinge zu trainieren und zu auszubilden und weiterzubilden? Ja. Was sind da deine Erfahrungen? Wie kann man denn solche Sachen wie Authentizität oder auch Offenheit oder gerne auch so Empathie, solche Sachen wirklich reinbringen in die Köpfe der Menschen? Das hat ja auch ganz viel mit Sozialisierung zu tun, mit Prägung. Ja? Ja, also du bist jetzt von der Forschung gekommen und über die Operationalisierung. Wir haben bei uns auch Skills und oder Kompetenzen, wie auch mal das nennen willst. Und wir haben die für die EDAG so angepasst, dass wir über die Methode Critical Incidents, sagt dir vielleicht was, eine Fragetechnik, bei der du ausgewählte Menschen zu Themen befragst und versuchst herauszufinden, was war beobachtbares Verhalten in deinem Kontext, das in der kritischen Situation dazu geführt hat, dass der Outcome positiv war. Das heißt also, wir haben die Operationalisierung sehr stark auf Kultur der EDAG angepasst, haben dann Verhaltensanker beschrieben, die beobachtbar sind. Und jetzt komme ich auf den Wesensgehalt deiner Frage zurück. Wenn du Richtung Echtheit und Authentizität gehen willst, bist du immer dabei, authentisch Feedback zu geben. Nein, nicht authentisch, ehrlich Feedback zu geben. Um sich abzugleichen und zu verstehen, wie agiere ich, wie glaube ich, dass ich agiere, was macht das beim Gegenüber? Und wie können wir einen gemeinsamen Nenner finden? Dann kommst du, glaube ich, zur Echtheit. Und dann sind wir da auch wieder bei Ersetzung von Angstfreiheit hinzu. Ja, ich bringe mich so ein, wie ich bin. Christian, du hattest mal also so ein wunderschönes Posting bei LinkedIn, das hieß, I came, I saw, I had anxiety, I left. Also ich kam, ich sah, ich hatte Angst und ich ging. Ja. Wie schafft man das, so eine Unternehmenskultur, die es schafft, wenn die Angst bei den Mitarbeitenden hochkommt, sie so daraus zu holen, dass sie sich wohlfühlen, um einen weiteren Schritt zu gehen, anstatt einfach zu resignieren? Schwer, hier eine Blaupause zu entwerfen, aber ich glaube, es sind zwei Dinge, die gegeben sein müssen. Das eine wird sein, dich in deiner Peer-Ebene unter Kollegen möglichst authentisch zeigen zu dürfen und Gehör zu finden, dich mitteilen zu dürfen und auch ein Feedback zu bekommen und oder Hilfe und Unterstützung. Und das andere, vielleicht noch einen Tacken wichtiger, die Führung. Die Führung muss da auch entsprechend dabei sein. Und jetzt überlegen wir uns mal, Angst entsteht da dann, wenn ich nicht weiß, was passiert und wie es passiert. Und die überhaupt erstmal mitzuteilen, also zu externalisieren und dann auf jemanden zu stoßen, der sie erstmal gelten lässt und dann mit mir in den Dialog geht, ist eine große Herausforderung, weil die Führungskraft das ja dann auch machen muss, zulassen muss. Und jetzt bist du bei der Kulturfrage. Umso besser das gelingt, desto mehr wird das, glaube ich, dann auch wie so ein, du schmeißt einen Stein in Gewässer und dann breiten sich die Kreise aus. Ich glaube, das ist so eine Wirkung, dass du in den Sog gezogen wirst, den du als positiv erlebst und dann auch mal probierst, aus der Komfortzone rauszugehen, um Dinge anders zu machen. Das ist ein Prozess und der ist nicht immer einfach.
Habt ihr bei euch, bei EDAG, sag mal, in den letzten Jahren angefangen, da auch, sag mal, neue Arten der Talententwicklung, neue Methoden, Instrumente auch einzusetzen? Gibt es da vielleicht irgendwie auch ein paar Beispiele, wo du sagst, hey, das hat gut funktioniert und das hat vielleicht auch nicht so gut funktioniert und haben wir uns wieder davon verabschiedet? Ja, ich habe, oder Ann hat das in der Vorstellung gesagt, ich erlebe und beschreibe EDAG gern als bodenständig und man begegnet sich auf Augenhöhe. Das habe ich bei der EDAG das erste Mal in der starken Ausprägung erlebt. Hat Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist, man geht bisweilen vielleicht ruppig miteinander um, weil das die bodenständige Art ist, einander Feedback zu geben. Und da musste ich mich zum Beispiel selbst auch dran gewöhnen. Und das haben wir uns aber zu eigen gemacht, indem wir begonnen haben, Talentidentifikation in sogenannten Konferenzen zu machen. Das heißt, ich teile meine Sicht auf einen Menschen und diskutiere oder kalibriere die mit anderen. Also nicht nur die Sicht von unten nach oben, sondern quasi 360 Grad, wenn du willst, oder eine breitere Annäherung an den Begriff Talent und an die Bewertung des Individuums. Funktioniert super. Funktioniert echt klasse. Weil über den Prozess entwickelst du ein anderes Verständnis von Talent. Wie messen wir es, wie bewerten wir es und wie kalibrieren wir es? Klappt super. Darüber hinaus sind wir jetzt gerade dabei, die identifizierten Talente in gewisse Schulungsmodule oder Formate zu kriegen. Da stellen wir fest, das ist auch eine Kehrseite, die Ideen, die wir haben, sind gut, aber wir müssen vielleicht stärker partizipativ vorgehen. Was meinst du sagen? Also, dass die Leute besser eingebunden sind? Oder? Ja, genau. Also, will sagen, was ich glaube, was gut für Talente ist, um sich zu entwickeln, muss nicht dementsprechend, was andere sehen. Also, ich glaube, ein Dilemma, das viele Personalentwickler oder Talententwickler haben, ist, ein Bild davon zu haben, vielleicht akademisch oder empirisch, keine Ahnung, das aber nicht unbedingt dem der Organisation entspricht. Und dann wird eine Entwicklung im Elfenbeinturm vollzogen, wo draußen die Kunden sagen, nice, ja, aber Overpace brauchen wir gar nicht. Also hier ist es, glaube ich, cool, im Dialog zu stehen, um es gemeinsam zu entwickeln. Dann hast du auch ein anderes Buy-in und dann wird es, glaube ich, auch wirksamer in der Organisation. Und das ist ein Learning, also das künftig auch stärker zu machen. Ist das letztlich auch so ein bisschen der Punkt, dass man sagt, gerade auch, sagen wir mal, Lerninhalte, die man an solche Programme einbaut, weil das so ehrlich gesagt ein bisschen meine und unsere Philosophie, müssen kontextspezifisch sein. Also es macht an manchen Stellen vielleicht schon mal Sinn, dass man auch generisch den Leuten irgendwas erklärt und da irgendwelche Lernplattformen hat, wo dann irgendwas über Elon Musk erzählt wird. Aber eigentlich am Ende des Tages musst du es runterbrechen, was bedeutet das Thema KI in eurer Branche, in eurem Firmenkontext, in eurem kulturellen Kontext und eben nicht nur so ganz allgemein, generisch, abstrakt. Es ist doof, dass ich jetzt schon wieder hier einsage, weil ich mag eigentlich klare Aussagen. Aber für dein Beispiel bin ich ganz klar dabei. Da sage ich ja, Punkt. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Talente wollen sich auch persönlich entwickeln. Gerade wenn wir jetzt in die jüngeren Generationen gucken, ne, die stellen Fragen nach Purpose und Sinn und dergleichen mehr und Persönlichkeitsentwicklung. Den Baustein darfst du auch nicht außer Acht lassen. Ja. Und der ist sehr individuell. Ja. Da ist ein Kontext nicht so leicht herzustellen, wenn ich dich als Philipp entwickeln möchte oder wenn ich dich als Ann entwickeln möchte. Aber eigentlich will ich, also ich gebe dir recht, aber eigentlich, ich will ja dann irgendwie den Christian, die Ann oder den Philipp meinetwegen, im Kontext der EDAG entwickeln. Das heißt, ich muss einerseits verstehen, das Individuum, was sind sozusagen deine Wünsche, deine Ambitionen, keine Ahnung, auch dein Background, aber gleichzeitig muss diese Entwicklung ja innerhalb der gegebenen Barrieren stattfinden. Barrieren klingen sehr negativ, aber es sind ja irgendwie gegebene Parameter, Barrieren, die eben so ein Unternehmen auch hat. Oder in der Kontext, der eine große Rolle spielt. Also jetzt bin ich froh, dass wir unter uns sind, weil sonst würde ich das nicht erzählen. Also uns hört keiner zu, kein Thema. Es bleibt auch unter uns. Die große Angst von Unternehmen ist ja, Talente zu identifizieren, sie sichtbar zu machen, weil dann gehen die ja. Ne? Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Also wir stellen die dem Markt zur Verfügung, wir entwickeln die für den Markt. Also reden wir jetzt über das Thema Bindung. Bindung. Und das ist, finde ich, meist sehr emotional. Oder du musst, wie du gerade gesagt hast, den Kontext so herstellen, dass das Talent die Wahrnehmung hat, hier in diesem Unternehmen kann ich mich entwickeln, wirksam werden. Und die EDAG sagt, und die bleiben auch bei uns. Und to be honest, das ist natürlich die größte Challenge.
Ja. Weil die Nähe musst du herstellen, den Kontext musst du herstellen und dann auch Perspektive aufzeigen. Und da machen sich Unternehmen, glaube ich, teilweise auch nicht unehrlich. Aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass du allen Talenten belastbar sagen kannst, wo sie in x Monaten sein werden? Ja, klar. Richtig. Mit der Unsicherheit müssen wir an der Stelle auch umgehen. Ja. Und meine Bitte ist, was du mindestens machen kannst, sei ehrlich im Dialog mit den Talenten. Ja, das ist das eine. Und versuche, ein faires Management der Erwartungshaltung zu machen. Weil alles ist besser, als überhaupt nicht mit den Menschen zu reden. Dann gehen sie irgendwann und du sagst, ach du je, habe ich gar nichts von mitbekommen. Richtig. Ja. Quiet quitting. Christian, genau. Wenn du sprichst, überlege ich, habt ihr irgendwie eine formalisierte Feedback-Situation für die Führungskräfte von den Mitarbeitenden? Oder anders gefragt, sind die Mitarbeitenden auch ein Stück weit für die gesunde Entwicklung der Führungskräfte zuständig? Die Frage ist genauso relevant wie gut. Und die Antwort ist noch nicht. Aber ich kann das Nein nicht komplett ausrollen. Also wir haben noch keinen formalisierten Prozess dafür. Der Wunsch in der Organisation ist da. Der ist auch groß. Wir haben es aus dem klassischen Mitarbeitergespräch rausgenommen, weil wir sagen, wir sind da noch in einem Machtgefälle. Mitarbeitergespräch soll zwar auf Augenhöhe stattfinden, hat aber immer so ein leichtes Machtgefälle. Und wir würden ganz gern ein angstfreies Feedback parallel dazu irgendwie etablieren. Weil dann der Mitarbeiter, glaube ich, ehrlicher nach oben Feedback geben kann. Mhm. Und die Führungskräfte fordern das auch ein. Haben wir noch nicht. Konzeptionieren wir derzeit, denken wir drauf rum, aber auch das bleibt unter uns, ist momentan noch ein bisschen nach hinten geschoben. Ich kann da nur so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen teilen. Bei uns ist es gefühlt genau andersrum. Also da wird das Feedbackgespräch, das Mitarbeitergespräch wirklich genutzt, um mal so ordentlich auch das mitzugeben, was einfach nicht läuft, wo es Lösungen geben muss. Und da weiß aber auch jeder, dass man das sagen kann und dass das auch die Erwartung ist. Und vor allen Dingen, was glaube ich auch etwas ist, wo sich die Konzerne teilweise ein bisschen zu sehr auffallen, das zu formalisieren. Dann werden diese Bögen und Evaluierung und so weiter, aber im Kern geht es doch darum, dass man sich austauscht, dass man mal wirklich ganz offen, transparent Butter bei die Fische macht, ja, in beide Richtungen. Und dazu gehört hat, hey, bitte, Führungskraft, du hast seit einem Jahr, habe ich dir gesagt, bitte nimm dich mal dem Thema an, hast du nicht gemacht, warum, ja. Und aber auch andererseits so, hey, wir hatten doch damals, ne, und ich glaube, so dieses Ganze, auch dieses Hochanalytische und dann wird das ins System eingetragen und so. Ich weiß gar nicht, ob das immer so gut ist. Ja, ey, Philipp, ich bin dir so dankbar, dass du das so thematisierst. Ja, in meiner Welt ist ein Mitarbeitergespräch etwas, was gar keinen Dokumentationsrahmen braucht. Ja. Null. Ja. Das ist ein offener Dialog. Und du hast eingangs gesagt, bei euch findet das so statt. Bei uns teilweise auch. Mhm. Und zwar wann? Wenn es eine Vertrauensumgebung wird und wenn es Angstfreiheit gibt. Mhm. Und ich glaube, die Formalisierung, die Dokumentation sind Zwischenschritte auf dem Weg dorthin. Ich höre auch aus unserer Organisation Stimmen, die sagen, ich brauche das System nicht. Ich muss das nirgendwo reintackern. Das ist mir wurscht. Ich mache jede Woche Gespräche. I'm fine. Bin ich komplett fein mit. Und ich sehe das, was eben Struktur und Dokumentation mit sich bringt, das sind Zwischenschritte auf der Entwicklung dorthin. Wenn wir in der Zukunft sowas nicht mehr dokumentieren müssen und nicht mehr anschieben in einem Jahreszyklus, total gut. Wenn das System damit leben kann und will, ist doch das Beste, was wir uns überhaupt vorstellen können. Mhm. Toll. Christian, kurz einen kleinen Ausflug in einer kleinen anderen, aber doch gleichen Richtung. Ja. Zu deinem 5-jährigen Jubiläum bei ADAC sagtest du, besten Dank an euch alle. Leicht bin ich nicht immer, aber wäre ich das, würde es uns nicht weiterhelfen. Wie wichtig sind Menschen in einem Unternehmen, die nicht leicht sind, um die Transformation zu schaffen? Ich habe eingangs gesagt, heterogene Teams und damit natürlich auch Unterschiedlichkeit von Meinungen sorgen für Entwicklung. Und ich habe gerade heute Morgen ein Gespräch gehabt mit einem Kollegen, der sich selbst als nicht leicht beschreibt. Und das ist Gold wert. Ich habe auch Mitarbeitende, die nicht leicht sind und ich bin da super dankbar für, weil die legen den Finger in Stellen, die wiederum außerhalb der eigenen Echo-Chamber sind. Also du brauchst die. Du brauchst die Typen, die kritisch hinterfragen. Du brauchst denjenigen, der Mut hat, dir zu sagen, Christian, weißt du, das war nicht so toll. Oder mach die Dinge mal anders. Dinge, also Menschen, die nicht entsprechen, die sind wichtig für Transformation und Entwicklung. Ohne bist du immer im selben Strom und schwimmst mit.
finde ich, ist nicht entwicklungsfördernd. Das ist eine Frage der Unternehmenskultur, ja, ein Konstrukt, das man ja auch nur sehr schwer und langfristig ändern kann. Macht ihr in diesem Bereich was ganz bewusst? Weil eine Unternehmenskultur ist ja auch irgendwie so ein bisschen da, sie ist gewachsen. Wie versucht ihr dann auch so ein bisschen den neuen Kontext in die Unternehmenskultur reinzubringen? Ich hatte vorhin diese Konferenzen angesprochen im Rahmen der Talentidentifikation. Das war neu für die Führungskräfte, sich an einen Tisch zu setzen und ihre individuelle Bewertung oder Sicht auf Mitarbeitende anderen darlegen zu müssen und dann auch noch mit denen diskutieren zu müssen. Das ist ein kulturstiftendes Element. Zum Beispiel, wenn du dann Dinge hörst, die Führungskräfte herausfordernd finden oder als herausfordernd erleben, gibt dir das eine gute Indikation, welche Tools du noch entwickeln musst, wie du sie begleiten musst, wie du Führungskräfte auswählen und letzten Endes auch auf Rollen vorbereiten musst. Und all das gibt dir eine gute Indikation, wie du Kultur aufgreifen und weiterentwickeln kannst, um, ich wiederhole mich jetzt nochmal, möglichst in eine angstfreie Umgebung zu kommen, wo du unterschiedliche Perspektiven zulässt, um gemeinsam zu wachsen. So, und ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, Führungskräfteentwicklung oder Führungskultur ist genau der Moment, wo ein Fehlverhalten von anderen toleriert wird. Schöner Satz. Ja, ich finde, hat auch wieder sehr viel mit Handlungssicherheit und Angst zu tun, weil, lügen wir uns nicht an, wir werden immer wieder an Situationen kommen, wo wir Verhalten von anderen nicht gut finden. Logisch. So, und dann müssen wir uns, glaube ich, fragen, in welchen Situationen spreche ich es an und warum? Damit fühle ich mich gut. Viel spannender ist doch aber, in welchen Situationen spreche ich es nicht an und warum? Und wenn ich Kultur entwickeln, ist meine Frage, was muss passieren, dass ich es anspreche? Ja, ist aber auch wieder eine Frage so ein bisschen von wie empathisch sind die Menschen in der Organisation und können so Situationen auch bewerten und haben eine gewisse soziale Intelligenz, sagt, das ist jetzt angemessen oder vielleicht auch eben mal nicht angemessen. Also für uns nimmt immer mehr zu, Philipp, das Thema emotionale Intelligenz. Ja. Also ne, genau diese Antennen zu haben. Und was ich in der Vergangenheit häufig gehört habe, ist, ja, wir sind ja bei der Arbeit, da haben Emotionen, ne, also brauche ich nicht. Nur gerade im Ingenieurumfeld. Aber immer dann, wenn Führungskräfte eine Empathiefähigkeit haben und Emotionen auch sichtbar machen und da bewusst mitarbeiten, setzen sie sich besser miteinander in Dialog und werden wirksamer. Das heißt, der Umkehrschluss ist eigentlich richtig. Nimm Emotionen wahr, gib ihnen Aufmerksamkeit, hol den Menschen ab und nimm ihn mit, weil er danach sicherer an seinen Themen arbeiten wird. Fast schon eine Quintessenz, eine wichtige, die wir hier auch aus dem Gespräch ziehen. Aber so leicht wollen wir dich hier nicht davonkommen lassen, denn wir haben natürlich auch noch, wie in jedem unserer Podcast-Folgen, unsere zwei Abschlussfragen, die wir auch dir sehr, sehr gerne stellen wollen. Ich starte mal mit der ersten, die lässt sehr viel Raum für Interpretation, auf welcher Flughöhe du das beantwortest und auf welcher, sagen wir mal, Dimension. Okay. Ich würde gerne wissen, welche drei Themen haben für dich in nächster Zeit die höchste Priorität? Das erste Thema ist, Stellen primär mit eigenen Mitarbeitern besetzen zu können. Mhm. Also Recruiting im Innen. Mhm. Ich möchte nicht am externen Markt suchen, sondern Recruiting im Innen. Das ist das eine. Das zweite ist, noch besser zu werden, dahingehend, dass unsere Führungskräfte sich als erster Personalentwickler oder Talentmanager sehen. Und drittens, das ist eine Reflexionsfrage, auch ich möchte darin noch besser werden. Weil ich glaube, da bin ich auch noch nicht richtig gut. Ich hatte vorhin von Fehlverhalten gesprochen, wie man anspricht und warum ich es nicht anspreche. Da kann ich noch besser werden. Ich habe auch individuelle Themen und da möchte ich auch noch ein bisschen mutiger werden. Cool. Hervorragend. Also ich darf die letzte Frage stellen. Also wenn du jetzt als Entwickler eine Empfehlung abgeben könntest, 3 Future Skills, die man unbedingt lernen sollte, was wären sie? Emotionale Intelligenz. Eine größere Offenheit gegenüber neuen Technologien. Und keine Angst vor Nähe. Ich würde das mit emotionaler Intelligenz verbinden, aber die emotionale Intelligenz wird noch nicht immer im Außen wirksam. Das meine ich mit keiner Angst vor Nähe.
Ja, ich glaube, das können wir in diesen wilden Zeiten durchaus gebrauchen. Ein bisschen Nähe in den Meinungen, Nähe im gegenseitigen Verständnis und so weiter. Ein wunderbares Schlusswort, Christian. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für ein wunderbares Gespräch. Ja, wir haben unglaublich viel diskutiert, wodurch man auch wirklich sieht, man muss nicht immer ewige Sätze bringen, um viel zu sagen. Christian, da bist du ein hervorragendes Beispiel. Hat ganz viel Freude gemacht. Dankeschön. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Immer noch. Ich danke euch beiden. Also Christian, ich sage auch mal Dankeschön. Es war heute unser Gespräch mit dem Punk unter den Offizieren, der nicht leicht ist, Nähe zulassen kann und dessen größte Leidenschaft das ist, einfach Mitarbeitende zu entwickeln. Das war unser Gespräch heute mit Christian Reinke, Head of People Development bei EDAG. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jemanden kennen, der spannend und abwechslungsreich wie unser Christian heute dann auch erzählen kann, dann bitte einfach einen Vorschlag unter podcast.i40.de senden. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast können Sie verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut. Diejenigen, die öfters dabei sind, Sie wissen es, ey, Philipp und ich machen wieder Purzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Ann Kork. Thank you.